Willkommen bei Skylanders Superchargers. Mein letztes Skylanders Let's Play ist ein bisschen her. Ich glaube 2013 bei zu Swap for Oz. Zwischendrin kam noch Trap Team, das habe ich aber überhaupt nicht gespielt. Superchargers ist jetzt auch schon länger draußen. Aber im Oktober kommt das Neue. Und bis dahin wollte ich gerne mal Superchargers gespielt haben. Und da das Let's Play von Dead Space 3 überhaupt null bei euch gut ankam und das überhaupt nicht gerne gesehen wurde, hoffe ich, dass das vielleicht eher was ist. Bei Skylanders habe ich früher sehr gerne gespielt, ist ein richtig lustiges Spiel. Wie gesagt, ich verlinke alle Playlists und Videos von früher gerne unten in der Beschreibung. Und mit dabei habe ich Ari. Hallo. Das bin ich. Hallo. Hi. Ja, warum? Ich war nur. Nee, Ari ist auch dabei. Das zweite ist jetzt immer lustiger, das zu spielen. Und wir drücken jetzt einfach mal Start, weil wir nicht zu lange labern. Und ja, ich hoffe, vom Sound her passt alles und wird alles klappen. Das wäre schön, weil ich nehme ja sonst nie mit zwei Leuten an einem PlayStation auf mit Mikrofon. An einem PlayStation auf mit Mikrofon. Du weißt, was ich meine, Mama. Ja. Wir spielen Abenteuer. Für Spiele, die eine unterhaltsame Herausforderung suchen, plus 10% Belohnung. Ja. Und es gibt immer, jetzt kommt Storytime, Leute. Jetzt wird's. Oh. Hallo, Portalmeister! Willkommen in den Skylands, einer magischen Welt der Wunder und Abenteuer, beherrscht vom großartigsten Imperator überhaupt. Ja! Oh nein, böse Trolle und ein böser Tiger. Du musst das Schaf hin. Oder? Aufgegessen. Nein! Jahrhundertelang haben 9-mal kluge Portalmeister wie du ihre elenden Skylander ausgesandt gegen mich und diese glorreiche fiese Macht, bekannt als die Finsternis. Schluss damit! Denn ab jetzt unterstehen die Portale allesamt und ausschließlich bam bam da! Das ist der böse, böse Wicht. Oh nein! Man zeigt nicht mit Fingern auf Leute. Wieso müssen die Portalmeister, Leute? Nicht wahr? Aber halt! Noch was! Denn ich habe die Chance genutzt und alle in den Skylands gefangen genommen, die irgendwie hätten helfen können. Jedenfalls, die Portale sind jetzt mein. Und ich verbanne dich aus den Skylands. Wenn sie die Skylands nicht mehr haben, sind deine Skylander nichts weiter als völlig hilflose Spielfiguren. Leb wohl, Posermeister! Firma! Nein! Okay, das war's. Das war das Spiel. Danke fürs Zusehen. Portalumgehungsprotokoll gestartet. Steht die Verbindung, Hugo? Noch nicht, Flynn. Und, bist du sicher, dass du es richtig machst? Oh nein. Ja. Stopp, ich hab etwas. Portalmeister, bist du das? Kannst du mich hören? So, während im Hintergrund richtig belästigend ist, es gibt halt so ein Portal. Das haben wir hier stehen, richtig? Wir haben hier auch richtige Figuren. Die kannst du halt auf dieses Portal stellen, da sind die im Spiel, für die, die das gar nicht kennen. Und ja, der Chaos-Typ ist halt der Bösewicht in den Teilen gewesen. Aber wer, wie gesagt, die Vorteile sehen will, zum Beispiel den allerersten, ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, Ari. Er hat gesagt, schnell. Ja, stelle das. Wir haben ein einziges Fahrzeug nur, das war im Starterpaket drin. Oh nein! Ja. Nein? Hot Streak! Ich setze jetzt einen Skylander aufs Portal. Nein, wo ist er? Nein! Was ist der Typ, den ich suche? Da! Den ich jetzt raufstelle, der war auch dabei. Zum Fahrzeug. Spitfire! Es ist der Supercharger. Supercharged. Du musst jetzt X drücken. Ich muss X drücken, ich drücke X. So. Jetzt musst du auch einen auf dem Portal stellen. Ich will Regenbogenpups.
Ja, Skylander, der macht so Regenbogensachen. Toller Hut, Ari. Ich mag den Hut. Ja, nochmal kurz als Info. Oh. Weil wir Charaktere haben, die habe ich aus dem ersten Teil noch. Die behalten halt ihre Level, weil die Figur an sich speichert die Level und die Items, die die Figur hatte. So, als Info, warum manche vielleicht schon gelevelt sind. Hallo. Jetzt müssen wir sammeln. Also wir müssen erstmal irgendwie beschleunigen. Ari kann diesen Kreis benutzen, der jetzt da ist, weil sie mitspielt. Hey. Ja. Und ich muss dieses komische Gefährt steuern. Nur Klaus, wir alle. Nein, okay. Nur ganz kurz, ich bin mega der Analogstick-Legastheniker, weil ich echt selten irgendwie mit PlayStation oder so, also allgemein an Konsolen spiele. Deshalb tut's mir leid, wenn ich mich sehr dumm anstelle. Ja, ne? Ich lässt es auf einmal entschuldigen, ne? Ja. Du denkst echt, du bist was Besonderes, ne? Die Leute finden aber das gar nicht. Oder Leute, findet ihr sie besonders? Dann schreibt's auch in die Kommentare. Aber nein! Ich hoffe, wie gesagt, dass Skylanders das vielleicht mehr was ist als Dead Space, weil Dead Space kam ja irgendwie gar nicht bei den Leuten an, ne? Ja, ich glaube, das kennt man halt auch einfach schon. Das wurde so, keine Ahnung, selber. Ich habe das bei Gronkh teilweise geschaut. Zwar nicht ganz, aber. Ne? Ja, schon. Fand ich halt schade, dass die Leute das nicht so. Aber vielleicht ist das ja was, weil ich habe das ja früher auch gespielt und ich habe vielleicht noch Zuschauer, die sich daran erinnern. Ne? Ich glaube, es werden wieder welche in die Kommentare schreiben. Oh ja, ich erinnere mich dran. Die haben mich wahrscheinlich noch nicht mal seitdem abonniert. Weißt du, was ich meine? Ja. Das sind halt Leute, die irgendwie, keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt irgendwelche, die echt wirklich von da noch sind und wissen, was ich gemacht habe. Und ja, die Leute grüße ich, aber auch alle anderen, die zusehen. Vielleicht ist das ja was für euch, uns dabei zuzusehen bei diesem Let's Party. Das ist doch was Tolles. Ari, das ist was Tolles, habe ich gesagt. Das ist was Tolles, ich fühle mich nicht besonders wohl. Was? Oh, das hat tatsächlich gut funktioniert. Muss auch reden, Ari. Das ist Nicolas Cage! Nein! Er sieht ein bisschen so aus. Bin ich dein Mann? Könnten wir uns bitte beeilen, Flynn? Ruhig, Kaylee. Gönne dem Skylander doch ruhig mal ein wenig gesellige Zeit mit meiner Wenigkeit. Oh, da ist eine Wache! Oh. Alles klar, Hugo. Hör zu, wir sind unterwegs auf einem Transportschiff nach wer weiß wohin. Hey, davon habe ich gehört, da gibt's leckere Guacamole. Ruhe, Flynn. Ich synchronisiere die Zielkoordinaten des Fahrzeugs mit unserer Zelle hier. Schnell, da kommen die Wachen. Schnell, du bist der Einzige, der uns retten kann. Grüße, Gefangene. Hier spricht euer Kapitän. Im Namen unseres großen und glorreichen Imperators Lockeos heiße ich euch an Bord willkommen. Ich wünsche euch von Herzen einen unangenehmen Aufenthalt. Ich bin der Meister. Willkommen wieder zurück. Ich habe nur einen Cut gemacht, um zu hören, ob das alles so klappt. Aber man sollte uns beide gut verstehen. Hier. Eine Sache ist, ich habe ja von früher noch alle Figuren. Da gab es so diese kleinen Mini-Figuren. Das waren so wie Begleiter. Die sind hinterhergerannt. Aber mittlerweile ist das so, dass ich diese ganz kleinen Figuren spielen kann. Und bin ich ein Mini-Trigger-Happy zum Beispiel. Und Ari, kannst du mal bitte... Was hier denn? Bleiben? Ja. Kannst du mal wieder hier bleiben? Ja. Hast du mich gerade angeschossen? Ja. Und dann habe ich zum Beispiel den als Mini und dann habe ich halt auch die SP11 als Mini. Und das finde ich cool, dass man die mittlerweile richtig spielen kann und nicht so Begleiter sind, die dir hinterher rennen. Also ich persönlich finde, das ist ein cooles Gadget. Ich habe sehr viele der seltenen Figuren. Wenn Leute das nicht wissen, da gibt es halt so verschiedene Stufen. Zum Beispiel auch schwarze. Das sind dann diese Legendary Editions, Dark Edition. Der hat auch einen Hut. Naja, der hat auch einen Hut. Dann gibt's Giants, dann gibt's die Swap Force und. Also es gibt unglaublich viele Sachen. Ja, wollte ich nur noch mal gezeigt und erklärt haben nebenbei. Aber das meiste sehen wir im Laufe des Let's Plays. Ich nehme jetzt meine Figur, die ich halt noch nie gespielt habe. Denn die war bei dem Pack dabei. Blub, blub, Spitfire. Warum ist das Starterpack drin? Und hier, ihr seht, Ari hat so Regenbogen. Regenbogen. Komm, Ari.
Und es gibt halt immer viele, viele Sachen zu entdecken. Ne? Damit meine ich, es gibt halt viele Verstecke und Geheimsachen, die man halt auch am besten oder ich gerne finden würde. Da ist was. Ich will das aufheben. Hast du schon. Oh. Da habe ich mich gewundert, was du willst. Hier oben ist zum Beispiel ein Secret. Und zwar dieses hier. Habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ich drücke immer nur Viereck und dann gibt's Zeug. Komm, mach doch plupp. Oh mein Gott, ein Hut. Was ist das? Blätter, Splasher, Spitzen. Oh. Na, ich setze den jetzt mal nicht auf. Ich auch nicht. Ari auch nicht? Also du willst den Hut auf jeden Fall nicht aufsetzen, ne? Wo kann ich den aufsetzen? Du musst erst nochmal weg. Du bist zu schnell gewesen, glaube ich. Ich glaube jetzt. Ich finde, der würde halt zu mir passen. Da, ne? Ja. Oh, beeindruckend. Ja. Wie Majestät. Du bist doch wunderschön. Beautiful. Ja. Du bist noch nie, ich habe noch nie so was Hübsches gesehen wie dich. Oh. Ja, ich kann kämpfen. Mich hat das gehauen. Ich will Level up sagen. Ich brauche EP, Mann. Ich bin EP, Mann. Der Skylander ist hier. Warte. Ja? Buntstein gefunden. Sammel alles, was geht. Ich bin auf dem Weg. Stirb. Komm, ich hab Kreis auch. Oh, hier war ein Geheimnis. Komm, ich hab Kreis auch. Ja, Kreis macht auch Schaden tatsächlich. Das ist cool. Und da ist ein Boss, Chompy, ein König, Chompy. Chompy, aua. Ich schlag ihn. Au. Ja, so ein Ubi, Mann. Und wir bekommen... Da. Oh. Eine Attacke. Dive Clops, neue Kraft freigeschaltet, Feldtiefe. Ja, man kann für Leute, die das nicht wissen, Fähigkeiten finden, die man später halt im Shop kaufen kann oder Fähigkeiten verbessern kann. Weiß nicht, ob das immer noch so ist, das war früher so. Aber ja, man findet halt auch Fähigkeiten für Charaktere in solchen Truhen. Du musst X machen, ich weiß nicht warum. Vorschau, mach Vorschau. Ja, Vorschau. Wir wollen Dive Clops sehen. Willst du das sehen? Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Alter. Dive Clops. Dive Clops. Alter. Ist das der Big Daddy aus Bioshock? Ein bisschen Big Daddy, ne? Ja. Der ist süß. In den Klopsen. Halt. Tschüss. Ari, ciao. Ciao. Ja. Du kriegst mich niemals leben. Wir wollen unsere Freunde ja noch befreien. Habe ich ganz vergessen, ey. Vor lauter Spaß. Ach, ist die Wache. Wir sind gerettet. Alter, komm, die. Du hast den Schlüssel, Ari. Hab ich. Du hast ihn befreit! Danke, dass du uns gerettet hast. Es sind noch andere Gefangene auf dem Schiff, die deine Hilfe brauchen. Andere Gefangene? Wir sollten wohl etwas unternehmen. Richtig? Das tun Helden nun mal. Ja, eigentlich ja. Es muss ein Flaggschiff geben, das über die Flotte befiehlt. Wenn wir es erreichen, können wir vielleicht die Steuerung überbrücken und alle retten. Das klingt genial. Das machen wir. Oh ja, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ja, wow. Ja, solche Schlösser sind meistens Minigames. Das werden wir gleich bestimmt sehen. Kenne ich auch noch von früher. Minigames, oh. Aber erstmal hier hoch. Nein. Dann da oben gibt es wieder ein Geschenk. Los! Was ist drin? Eine Torte. Eine Torte? Happy Birthday. Zwei Rüstungen, zwei kritische Treffer. Das ist ein Hut? Ja, ist ein Hut. Zieh ihn an. Wie, du wolltest ihn nicht anziehen? Na, was soll ich denn mit einem Hut? Hallo, ich bin Pro. So, erstmal das Minigame machen. Da gibt es so Blitze zu sammeln. Wenn wir die sammeln, dann gibt es Bonus. Aua. Oh, nicht da hinten. Nein, nein, nein. Erst die Blitze. Jetzt. Brav. Ganz brav. Ich finde diese kleinen Minigames immer zwischendrin ganz lustig. Und die Viecher sind mega süß. Ja, ne? Ja. Ja, wir sind draußen. Oh, was passiert da? Tja, Kelly, ich als Experte würde sagen, das große kopfähnliche Dingsbums frisst den Himmel auf. Das ist ja furchtbar. Ich wünschte, Meister Ion wäre hier.
fast hätte ich's vergessen. Meister Ion gab mir das hier. Er sagte, es sei für den Skylander. Meister Ion? Grüße, Portalmeister. Wenn du das siehst, wurde ich gefangen genommen und meine Sorge hat sich bewahrheitet. Dank Chaos ist die Finsternis zurück und die Skylands sind in größter Gefahr. Chaos hat die Macht der Finsternis genutzt, um eine zerstörerische Monstrosität zu bauen. Den Skyschlinger. Um ihn zu bekämpfen, haben wir ein spezielles Skylander-Team zusammengestellt, um eine unaufhaltsame Flotte Supercharger-Fahrzeuge zu steuern. Angetrieben durch die legendären Rissmaschinen. Aber ihr seht, die verschiedenen Fahrzeuge, die es dann geben wird. Luft, Erde, Wasser und so weiter und so fort. Und wir haben ein einziges und das ist Feuer, glaube ich. Bin mir da nicht sicher. Oder Erdboden? Ich weiß irgendwie sowas. Land? Also es ist auf jeden Fall ein Landfahrzeug. Naja. Feuer eigentlich. Wir brauchen alle Fahrzeuge. Nutze dieser Supercharger, um Chaos und die Finsternis zu stoppen, bevor es zu spät ist. Viel Glück, Portalmeister. Aber wie stoppen wir nur Chaos? Und die Finsternis ohne Meister Ion. Hey, mach dir keine Gedanken, Hugo. Das Skyschlinger-Dings wird uns vermutlich eh Feuer fressen. Was? Finn! Was? Ich sag ja nur. Ich meine, guck doch mal. Keine Angst, Hugo. Wir sind zusammen und ich verspreche dir, wir werden Meister Ion retten. Aber zuerst müssen wir zum Flaggschiff und die Gefangenen retten. Richtig, Flynn? Klingt auf jeden Fall besser als gefressen werden. Auch wenn ich mit Sicherheit sehr köstlich bin. Also, ich bin dabei. Boom. Sorry. Ich gebe mir Sachen. Pinata. Ja. Bis Ari. Nein. Ich will erst hier lang. Oh. Sekunde mal. Ich weiß, wo wir sind. Das sind die Wirrwarrwiesen, die da zerstört werden. Nein. Die Wirrwarrwiesen, nein. Die Leute sind in Schwierigkeiten. Rette die Leute. Rette die Einhörner. Kannst du mir vielleicht mal zur Hand gehen? Nein. Oh, wir halten das nicht ewig durch. Wir müssen das unternehmen. 5 Euro und ich helfe euch. Du musst ihnen helfen, bevor sie in den Riss gesogen werden. So, jetzt brauchen wir da dieses Symbol und das haben wir. Das ist ein Landfahrzeug. Landfahrzeug. Du brauchst ein Landfahrzeug, um die Boxenmannschaft zu retten. Ja, wir haben ein Landfahrzeug, tatsächlich. Also, geht wahrscheinlich... Auch lang? Ja. Oh. Lachen. Job. Also, ich hatte... Ich komme her. Was? Dahin? Ich wollte das haben. Okay. So. Da ist unser Landfahrzeug. Und wir sind drin. Du musst auch weiter. Heißt das, oh nein, das bin ich der Typ. Heißt das, ich fahre? Ich kann das nicht. Ja, du bist halt zuerst eingestiegen. Ja. Ja, du bist so. Oh. Ich glaube, man kann das wechseln. Ja, ist so spät. Ey, das geht echt. Siehst du? Ich will fahren, ja. Siehst du? Muss ich das? Ich hab die überfahren. Ich hab die überfahren. Ich bin ein Monster. Ich mach sie alle kaputt. Die Steuerung zum Fahren ist übrigens nicht so. Was? Ich hab irgendwas gefunden. Ja. Was war das? Ja. Ah! Ah! Was hab ich getan? Oh Gott. Wir müssen. Okay. Zerbrochen. Zerbricht die Fässer. Okay. Okay, wir zerbrechen die Fässer. Okay. Ah. Du schaffst das, warte, ich helfe dir mit dem. Du musst oder Sachen soll ich sammeln? Sammeln. Okay. Wir waren immer. Wo fahren wir hin? Das ist geschafft. Oh! Alter, das gab aber dick Money. Fast so viel money. Wie mit YouTube, haha. Was? Da ist noch sowas. Alter, jetzt haben wir was? Das ist, wird ein Zahnrad. Zahnrad. Ein Hinweis. Ja, mehr Spiel. Warte, wir wollen erstmal hier hoch. Ich kann die Kleinen nicht kaputt ich machen. Ich hab noch was gefunden. Oh, nur noch eins, noch eins. Warte. Ja, ich überfahre einfach die Kleinen, wie im echten Leben. Nein. Aua. Komm schon, ich will nach rüber. So hab ich mir das vorgestellt. Ja. Okay.
Moment. Ist er auch noch? Nee. Da, hinter dir. Da ist es. Wir haben blau und schlau gelöst. Noch mehr Zahnräder, ja. Noch einen retten. Den da unten, oder? Nee, den da. Ja, der da. Ja, den da. Und retten. 3 von 3. Okay, und jetzt? Das frage ich mich auch. Oh. Iron Equalizer, voll episch. Mach deine Attacke, ja. Easy. Treff ihn an, ja. Ach, den? Okay. Wen halt? Okay, nur noch einer. Mach ihn platt. Du machst ihn platt, ich fahr da, ja. Wow, den Combo-Wombo. Ja. Was? Ja, gefällt dir die Steuerung? Ja, mega. Ja, nice, krass, Alter. Also. Hey, da oben ist was dir nützlich sein soll. Eine Modifikation. Das enthält vielleicht eine neue Mod für dein Fahrzeug. Schnapp sie dir, Skylander. Sie gibt dir einen Schub. Ja. Ich geb dir einen Schub. Moment, hey. Du musst da oben lang, genau. Schub. Hotstreak! Forscher! Hotstreak! Alter, guck dir das an! Ich sehe epic! Okay, und jetzt? Supercharger Skylander können jederzeit anpassen drücken, um ihr Fahrzeug zu verändern! Okay, anpassen drücken! Ey, ich wollte auf anpassen! Tja! Mir egal. Nee, das ist Steuerung. Muss ich warten wahrscheinlich. Aha. Weil wir in einer Filmsequenz sind oder so. Jetzt bestimmt, ne? Ja. Einfach Spitzenklasse. So, Plan. Was ist bei Plan? Nichts. Oh, doch. Ah, siehst du, da funktioniert das. Da ist die Hupe unten. Ja, hab ich gesehen. Halte 4, um einen starken Feuerschrei zu entfachen, der deinen Gegner aufhält. Drücke 3, um einen Vorwärtsschub. Ja, haben wir schon kapiert. Hupe. Pop, Schnapp, Hupe. Pop, Schnapper, Hupe. Okay, und was kann die? Genau, was ist jetzt drinne? Wahrscheinlich, weil wir sonst nichts anderes haben, oder? Ja, aber man muss es irgendwie auswählen, oder? Kapier ich echt nicht. Ah! Seltsam. Verbessern. Waffe. Könnte ich auch nichts machen. Eigentum. Egal. Wir sind verwirrt. Was ist zu verwirren? Wir treffen uns im Skyhanger. Den findest du schon. Wir versuchen, unser Schiff aufzuspüren. Auf geht's, Ari. Ich sammel. Du machst kaputt. Hey, Round twice is at home. Sozusagen. Vorsicht! Dive Bomber! Vorschau! Dive Bomber! Ein Unterwasserfahrzeug! Für Spielspaß und Action! Unter Wasser! Wo denn sonst? Über Wasser? Bist du doof? Ein bisschen, warum? Ich frag nur, ob du doof bist. Solltest du wissen, ich bin enttäuscht. Okay, los geht's! Los geht's! Die Erdelemente sind in dieser Zone stärker. Ja! Aber wir haben kein Erdelement, wir sind Feuer, oder? Richtig. Toll. Aber wir wären hier stärker. Wären wir ein Erdelement. Ich will da rein. Alles wow, das ging wirklich. Stopp mal. Heißt das, wir können die kaputt fahren? Okay, dann haben wir 100 pro Sachen übersehen. Wahrscheinlich. Wir verstecken immer Sachen. Können wir nochmal zurückfahren? Nein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Ich will aber nicht in den Mund fahren. Oh, muss ich die abballern? Ja. Bom, bom. Bom, bom. I got you in my room. Oh nein, bitte nicht. Auch doch. Du möchtest das, glaub mir.
noch was. Da. T-Shadow. T-Shadow. Alter, richtig nice, Digga. Nein? Hast du mich gerade fett genannt? Nein. Was machst du? Du hast jetzt alle Häuser kaputt? Ja. Aber du wartest ja nicht mal, bis der Staub weg ist, sondern du machst sie nur kaputt, weil es dir Spaß macht. Gib's zu. Ich bin halt gewalttätig. Ich weiß. Erde ist hier stärker, ich weiß. Attacke! Ja! Oh yeah! Oh. Level! Get him with... Aua! Mach Boost! Ey, voll gedreckt, oder wir machen... Ich glaub nur wir kriegen Schaden, oder? Weiß nicht. Ja! Boost! Can we do it? Yes, we can. Landstern abgeschlossen. Wir kommen klar, Kumpel. Geh und such Kaylee und die anderen. Okay. Kapitel 3. Vergebliche Treibstoffmühe. Ja, vergebliche Treibstoffmühe. Ja. Ja, ja. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und ciao. Tschüss.